Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Das bekloppte Projekt The Next Generation und wie immer haben wir unsere Karte im Bild. So, beim letzten Mal haben wir den schicken Reaktor gemacht und ich hatte ja gesagt, ich mache weiter. Doch in der Zwischenzeit ist viel passiert, denn Verkannte können das erkennen, hierhinter ist was. Das ist eine versteckte Baumfarm. Sie läuft auf Minimal momentan. Da sie mit einem Panel läuft, was ich ein bisschen außerhalb gestellt habe, weil hier diese Blätter immer drüber ragen, dann muss ich mir noch was einfallen lassen. Vielleicht ziehe ich das noch weiter raus oder ziehe die Kabel durch den Boden oder hole mir das durch den Tesseract, das weiß ich noch nicht. Die Turbine läuft unregelmäßig, weil ich wollte die eigentlich auf dem grünen Bereich haben, sind aber jetzt bei 2790 circa. Bleiben wir mal so stehen, 2791 haben circa 10.400. 50, 10.448 RF pro Tick. Und das Ganze ist halt unten, hier haben wir noch ein bisschen verstärkt. Hier sind noch ein paar Aqueous Accumulator, die uns ständig Wasser liefern und jedes Mal die Millibuckets natürlich rausholen und in ein System einwerfen. Das hat ihn extra offen gelassen dafür, das wollte ich jetzt zubauen. Das reicht auch mittlerweile, da. Da nun ich hier 1200 Wasser mit reinziehe und ich glaube hier nochmal 400, sind es 1600 plus, da WTF noch 2 Millibucket rein oder 1 Millibucket rein pfeffert, sind wir bei 2,5 Millibucket pro Tick, die das ME bzw. der Reaktor frisst. Darüber hinaus, jetzt habt ihr das vielleicht im Blickwinkel schon gesehen, ein paar Eisflächen, was ist da? Derweil sind nur zwei Steam-Motoren an. Einer läuft auf sehr hohen Temperaturen, der andere gar nicht so. Die beiden sind aus. Sie haben noch ein bisschen Steam. Und hier sehen wir schon rechts. Das ist ein Reaktor. Hier unten sind Tesseracts, die einmal den Steam rauspumpen und Wasser reinpumpen. Und dieser Reaktor, den kann ich, würde ich jetzt gerne noch öffnen, aber der läuft auf 3,5 circa. Ilorium bzw. Fuel pro Tick. Ist noch nicht die optimale Minimierung und Ausverbrauch. Hier habe ich drei Reprozessoren reingepackt, die alles schnell hinterher produzieren. Da kommt es auch ganz gut her, die Kiste war mal voll. Jetzt ist es nicht mehr ganz. Die diesen Reaktor so halten. Wir hatten ziemlich niedrige Temperatur, da wir momentan eine Endercurry-Laufen haben, die uns sehr viel Material bringt wirklich, dies läuft auf Speed 3 und Fortune 3 und das ist ziemlich hohe Anforderungen, die halt die braucht. Und wenn sie nicht da ist oder nicht läuft, dann brauchen wir es halt nicht, weil wir viel Material dadurch gewinnen. Hier haben wir noch eine kleine Anlage, die durch die Baumfarm mitgeneriert wird. Das ist eine Plastikfarm, sie ist ein bisschen schlicht gehalten, sieht ein bisschen kompliziert aus, ist aber nicht. Ich benutze Wabber bzw. Setzlinge als Brennmaterial, wenn ich es da habe, die Setzlinge. Sofern nur Wabba. Und es wird Wabba halt verbrannt. Da unten in die Kiste als Wabba hingebracht. Das Wabba wieder verbrannt. Und dann halt Plastik rausgewonnen. Nichts Großes, also nur, dass wir halt ein bisschen Plastik nebenbei haben und das ganze Wabba verbraucht wird. Hier habe ich noch an den Kochöfen, damit sie das Quizzert All noch weiter bearbeiten, halt noch welche da angeschlossen. Bekommen natürlich das Wabba Wood, was hier drin gelagert wird, was optimal momentan ganz gut ist. Circa 18.000, 19.000 mache ich gewinnen. Bleibt immer so passend plus minus 0. Und zwei Eloismelt. Entschuldigung, zwei Eloismelter. Die das Ganze mitversorgen da hinten. Zum Parallel mit diesen Coke Oven. Die beiden sind momentan nicht im Betrieb. Ich brauche die auch, glaube ich, noch momentan nicht. Kohle ist da, aber ich habe. Alter, schon wieder so ein Saftsack hier. Schlimm ist, ich kann mich nicht immer wehren hier. Kingslime Werkzeug. So. Ja, der Server hat momentan Auslastungsprobleme. Wir wissen auch nicht warum. Wir müssen da auf jeden Fall mal die Tage jetzt gucken. Wenn ihr es geguckt habt, haben wir es vielleicht schon gelöst. Des Weiteren ist hier in so einer kleinen Ecke reingesetzt unsere Produktion, die alle Erze, die wir haben, verbrennen, pulverisieren und verarbeiten. Und das läuft derzeit sehr gut. Was haben wir hier? Hier ist noch Zinn. Zinn wird derzeit nicht gewonnen. Aluminium und Eisen ist derzeit nicht dran. Und Problem bei den beiden ist halt,
Die laufen alle beide über den Ofen. Ja, was? Die laufen beide über den Ofen und ist ein bisschen für mich blöd. Naja, passt schon. Und die lasse ich jetzt einfach durchgelaufen. Jetzt können wir noch gucken, wie viel Ohr hier wir drin haben. Ich muss mal wieder hier Licht anschaffen. Oh, haben wir noch. Also es geht. Also ich war mal doch. Ich glaube, ich waren 12.000 davon da. Irgendwas kommt ins System und geht gleich wieder. Das ist bei Cobblestone zum Beispiel, weil wir hier vorne die Storages haben, die natürlich auch noch angeschlossen werden müssen. Wir haben sehr, sehr viel zu tun. Wir haben massenweise Welten erstellt, um zu gucken, wo können wir unsere Enderquarry herstellen. Wo können wir super gut farmen. Und es gibt natürlich ein paar Welten. Aber da müssen wir halt noch gucken. Da habe ich schon mal das Kabel angeschlossen, beziehungsweise nur hier runtergelegt, damit ich weiß, wo ich hin muss. Die Drives. Des Weiteren sind da draußen die Maschinen verschwunden. Und hier oben ist halt die Produktion davon hingekommen. Und ich weiß jetzt gar nicht, mache ich Plus oder Minus? Nein, ich mache Plus. Ja, gut, hier ist es immer so relatives Plus, Minus, Null. Aber hier sieht man halt, die Bären werden abgefarmt und das reicht locker mit diesem Panel hier. Ich bin sehr froh, dass ich diese Panels habe. Man sieht es auch, die sind super voll. Bis das alle abgekratzt hat, dauert das natürlich immer einen Moment. So, jetzt kommen wieder die Eier angeflogen. Die müssen wir unbedingt noch wegbringen. Das wollte ich aber auch machen, bis ich den. Beziehungsweise ein bisschen gucken, wie ich den Tower da vorne noch mache. So, mal den wegbringen. Weil da sehen wir ja, da haben wir noch Tower dahinter. Das habe ich ja schon letztens gezeigt. Und auch gesagt, dass ich das so machen will. Schauen wir mal im Fix. Hier sieht es ganz gut aus, ne? Der hat schon den dritten erreicht. Der ist jetzt bei 11.000. Hier werden natürlich die Beeren verarbeitet. Also, keine Frage, ist ja. Wenn Beeren da sind, kommt es da natürlich hin. Und hier sind halt die Etagen später. Monster sind immer noch hier drin, ne? Kann man das jetzt etagenmäßig sehen kann. Derzeit sind wenig Monster da. Grinder da wollte ich eventuell reinbauen, aber wegen den Büschen muss ich das mal natürlich gucken. Ob wir da halt noch Büsche voll kriegen oder so. Oder ob wir da was anderes reinkriegen. Sonst kommen halt Grinder rein und die Mobs werden halt noch getötet und wir bekommen extra Mob-Essenz. Apropos Mob-Essenz. Ich frage mich gerade, wo ich eigentlich mit der hinkomme. Weil die ist ja voll. Die Mob-Essenz ist wirklich voll. Damit Wache, keine Ahnung, weil unser System ist damit voll. Ich muss immer noch ab und zu mal hier gucken. Wegen dem Zeug hier. Das beides hier rausnehmen, damit das im Kreis läuft. Ich wollte drei davon anschließen. Einer der Weizen in dieses nasse Weizen verwandeln, danach in dieses feuchte Weizen, also richtig nass. Und das andere, dieses Mulch dann halt unten in Deep Storage oder eine Kiste reinpackt. Ich weiß es noch nicht. Oh, hallo Kühe. Die glitschen mal wieder hier durch. Weil Zeug haben wir davon massenweise. Und wenn ich es da ein bisschen umfülle, ist okay, ja. Schau, 23.000 da von 0. Gut, das läuft wieder, okay. Das ist hier wieder mit dem Muskat. Läuft es wieder. Wollte aber auch mal schauen, dass ich dieses Bambuszeug da mal halt mache. Weil es gibt ja auch Rezepte dafür. Jetzt weiß ich nicht. Es gab hier, glaube ich, mal ein Rezeptfeld. Wo wir aufs Biomasse bzw. Biomasse mit Wasser doch schon was gewinnen konnten. Oder hier ja Wasser. Da seht ihr das ja mal Fruchtschuss und Wasser. Und das ist natürlich ein höherer Gewinn draus. Aber das darauf will ich hinaus. Ich will ja alles so, was ich verarbeite oder habe, verbrauchen. Und auch fast auf plus minus null zu kommen. So Beeren und so, da haben wir ja. Beeren sollten die wir ja nicht für momentan nicht gebrauchen. Die kommen ja einfach weg. Kommen wir bei uns ins System bzw. da hinten rein verarbeitet. Wenn ich hier jetzt Sugarcane sind jetzt noch wieder 3000 reingekommen. Und hier sind glaube ich 40.000 drin. Und das ist eine enorme Masse, die wir haben. Wirklich eine enorme Masse. Cobblestone, enorme Massen. Die könnten wir verbrennen. Zu Scrap verarbeiten. Alles Mögliche könnten wir damit machen. Ja, diese Kiste ist ein.
ist ein Tod für mich hier manchmal. Ich muss ja ab und zu mal vorbeischauen, so Sachen wie die Bögen hier rauswerfen, Klamotten oder sowas und ich weiß nicht warum das System, sind die Kabel sich merken, dass solche Sachen hier gar nicht reingehören. Sortiere ich das immer aus hier und dann ist gut. Das kann ich.